Sowohl bei den Nazis als auch im Rockermilieu gehört es dazu, sich Vorbilder oder Symbole seiner Gesinnung in die Haut tätowieren zu lassen. Weil Schlaffer dachte, es sei für immer, muss er heute teuer bezahlen, um sie wieder unkenntlich zu machen. Da kann ich jetzt gar nichts mehr erkennen, außer King Kongs. Ja, King unter den Kongs, aber... Ah, King unter den Kongs, genau. Aber darunter war die Unterschrift von Heinrich Himmler mit einer Wolfsangel. Okay. Himmler etablierte die Konzentrationslager und wurde so zum pedantischen Massenmörder. Was war da ursprünglich? Da war, glaube ich, die Unterschrift auch von Adolf Hitler auch. Okay. So, die Knarre hier. Ach, da sind die Namen von denen. Hier sind die Namen der ehemaligen Gangmitglieder drauf. Ja. Ja, ist schöne Erinnerung, oder? Mit Leuten, die mir heute den Tod wünschen und die... für die ich halt ein Verräter und Lappen bin und so weiter. Gibt es Leute, die dir wirklich den Tod wünschen? Da gibt es einige von, ja. Denn er hat den anderen ja das Zuhause genommen. Die haben an ihn geglaubt, er war wie Vaterersatz für einige. Und das war gefährlich. Er lebt ja vielleicht heute noch gefährlich. Denn Schlaffer ist Gründer zweier äußerst gewaltbereiter Gruppierungen, die sich miteinander vermischt haben. 2002 ruft er seine rechtsradikale Kameradschaft ins Leben. Die Werwölfe Wismar. Es gibt Unstimmigkeiten, Verrat und Streit um Geld. Schlaffer verlässt die Gruppe mit vier seiner Mitglieder und gründet den Motorradclub Schwarze Schar, der 2014 verboten wird. Wie kam es dazu? Um das zu klären, setze ich meine Reise mit Schlaffer fort. Zum ehemaligen Clubhaus der Schwarzen Schar in Gägelau bei Wismar. Das ist es. Ja, der Schwarze Herzog. Habt ihr es genannt? So wurde das Clubhaus genannt, ja. Bis zu 400 Gäste unterschiedlichster Gesellschaftsschichten gingen hier ein und aus. Der Sonntag sah meistens so aus, dass ich oft alleine war, weil er noch im Clubhaus war. Viel Alltag, richtig, als er noch Präsident war, war nicht. Dankeschön! So, wenn da jetzt 400-500 Gäste waren, waren das alles Rocker, waren das alles Neonazis oder wer Neonazis, war darunter? Neonazis nachher so gut wie gar nicht mehr. Ja. Da ist mal ein Vorfall gewesen, dass auch Alte aus dem Werwolf-Club hier gekommen sind und haben sich daneben benommen. Und dann haben wir die hier draußen zusammengeschlagen damals. Mhm. Weil wir das nicht mehr wollten, dass sie mit ihrem Gedanken gut hierher kommen und unsere normalen Gäste anpöbeln und sich so benehmen. Und dann ist das fast gegen Null gekommen, so die letzten 3-4 Jahre. Und dann war das hier sehr bunt gemischt. Ich sag mal schon so zu 60% so aus dem Milieu, Bikerfahren, Rockerclubs. Aber halt auch mit Sicherheit immer so 150, 200 Leute ganz normal aus der Stadt. Ja klar, es hat mich auch mal gereizt, vielleicht auch mal da rüber zu gehen und einfach eine Party mitzufeiern. Aber ich wusste auch, dass das, was da manchmal abgeht, nicht ganz legal ist. Hier wurden natürlich auch viel Drogen konsumiert. Ja, da drin wurde natürlich gab es auch Sex natürlich. Ne? Also ja, so ein bisschen, wie man sich das Leben vorstellt, ist hier schon teilweise so abgelaufen. Der Club erfreut sich wachsender Beliebtheit. Neue Mitglieder müssen sich erst einmal beweisen, bevor sie feierlich aufgenommen werden. Simon hat hier 26 Monate Prospektzeit abgeleistet. Jawohl! Simon! Herzlich willkommen in der Familie. Ab jetzt gilt Schwarze Schar für immer, kurz SSFI, als Tattoo in der Unterlippe. Das Ritual, und das ist, da sind alle dann ganz geflasht. Also es sind schon Mechanismen, die greifen. Ja. Die befriedigen bei ganz vielen Männern tiefe Bedürfnisse. Ja. Na, jetzt bin ich dann Teil davon. Das sind meine Brüder und die Symbole. Und das sind Dinge, die funktionieren. Wenn die Verbrüderung so gut funktioniert, warum hat Philipp sie dann hinter sich gelassen? Wir haben es nach außen präsentiert, als wenn wir eine homogene Gruppe sind von 12 Leuten. Bruder für immer. Lava, lava.
intern war es Streit um Macht, wer verdient am meisten Geld, wer netzwerkt mit wem, wer beteiligt wen, wieso nimmst du den, wieso verdient der. Ja, jetzt hast du einen dabei, der geht Schicht arbeiten, hat am Ende des Monats 1600 netto auf dem Konto und ich stecke 1600 Euro in Automaten in 2 Tagen. Na klar kann das nicht funktionieren. Uns Journalisten war natürlich klar, genauso wie in den Ermittlungsbehörden, dass da einfach mehr dahinter steckt. Die regelmäßigen Razzien im Vereinshaus waren natürlich auch ein Zeichen, dass dort wirklich ermittelt wird und es auch nicht nur Verdachtsmomente, sondern auch Beweise gibt. Und auch belastende Aussagen aus den eigenen Reihen. So bestätigt dieser Zeuge aus der Rocker-Szene heute vor Gericht, wie der Kokainhandel im Clubhaus der Schwarzen Schar ablief. Am Präsidenten vorbei sei das auf keinen Fall gegangen. Wie kann das sein, wo doch das Schweigen der Mitglieder zum Regelwerk gehört? 2 ehemalige Clubbrüder von mir sind auf Drogenbeschaffungsfahrt gegangen und haben bei einer Fahrt, wo sie Kokain und Marihuana bestellt haben und so weiter, haben sich selber dann wahrscheinlich was gegönnt und haben dann Laberflash im Auto bekommen und haben dann mal ihre Lebensgeschichte erzählt, was ich gemacht habe, was die gemacht haben, wie viel Geld verdient worden ist, was sie in Zukunft alles machen wollen. Das Auto war verwanzt und dann war auch Game Over. Am 8. Januar 2014 wird der Motorradclub vom Innenminister verboten. Der Gruppierung werden 160 Straftaten zugeschrieben. Die Platte vom Table Dance Tisch der Schwarzen Schar. Seit heute Morgen gehört sie dem Land. Wie das gesamte Clubhaus in Gägelow, der Schwarze Herzog. Die Mitglieder des Rockerclubs Schwarze Schar und der Unterstützerverein Schwarzer Jäger vom Vereinsverbot überrascht. Philipp Schlaffer, der Boss, er will nicht darüber reden, wie viel Geld er mit der Beschlagnahmung verliert. Geld, das er in den Rockerverein gesteckt hat und das aus kriminellen Geschäften stammen könnte. Die 25 Mitglieder der Schwarzen Schar und ihre Unterstützer erhalten heute das Verbot zugestellt. 6 Jahre lang war Philipp Schlaffer Kopf eines gewaltbereiten Motorradclubs. Verurteilt wegen Drogenhandel sitzt er knapp 3 Jahre im Gefängnis und entscheidet sich dort für ein Leben ohne Verbrechen. Aber ist das überhaupt möglich? Geschäfte, Gewalt und Gruppe ziehen sich durch Schlaffers Leben wie ein roter Faden. Er hat alle immer zu sich rangezogen, sodass unser Garten immer voll war mit Kindern. Und das durfte er auch. Schon als Teenager schließt er sich in Lübeck der gewaltbereiten rechten Gesinnung an und macht Geschäfte mit illegalem Rechtsrock. Kann man 20 Jahre Gewalt und Skrupellosigkeit tatsächlich hinter sich lassen? Susanne Grieger-Langer ist Expertin für Persönlichkeitsprofile. Die Frage ist ja, ob man seine Gesinnung so an den Nagel hängen kann. Gleichzeitig ist die Frage, hat er eine Gesinnung gesucht oder eher eine Gemeinschaft? Und da war die Gesinnung egal. Denn von Gewalt ist Schlaffers Leben auch als Werwolf in Wismar geprägt. Es hagelt Anzeigen, auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Schon damals vereint er Gewalt mit Gruppe und Geschäften. 2005 gründet er den Werwolf-Shop und vertreibt illegale Musik und Mode. Wir sind in der Altstadt von Wismar. Welche Spuren hat Schlaffer hier hinterlassen? Und warum kam er damals nicht schon ins Gefängnis? War seine Macht in der Stadt wirklich so groß? Also ich bin nicht gerade sehr dankbar für den Termin hier. Also ich würde es so freiwillig nicht machen. Fühle ich mich beobachtet und habe so das Gefühl, ich brauche Augen im Hinterkopf und so. Das bin ich nervös. Ja. Ich bin sonst also so gut wie nie nervös. Das passt so gar nicht zu dem Mann, der mit Anfang 20 eine rechtsradikale Kameradschaft namens Werwölfe Wismar gründete. Bestehend aus 30 Männern, die vor allem 3 Dinge teilten. Alkohol, Fremdenhass und den Traum vom Bürgerkrieg. So, wo stehen wir jetzt hier? Was ist das für ein Ort? Ja, das war die Wolfshöhle 2. Ja, also das war so wirklich der Mittelpunkt von allem, ja, sowas wie das Wohnzimmer von uns. Dann hier drüber war eine zeitweise ein Versandhandel, der Totenkopfversand. Bisschen so Nazi-Klamotten oder was? Nazi-Klamotten und CDs und so. Dass das jetzt
dieses Ausmaß der Kriminalität auch hatte, war mir damals so nicht bewusst. Ach du Scheiße. Da haben wir Besuch bekommen von, ja, nicht Freunden, sondern Bekannte, die wollten bei uns mal Bier trinken und die kamen selber so aus dem kriminellen Milieu und dann hatten sie eine unserer Frauen angemacht, die dann sogar aus Versehen oder mit Absicht vom Hocker geschmissen und dann gab es eine Prügelei. Dann habe ich hier jemanden mit dem Zimmermannshammer bestimmt 10, 15 Mal auf Kopf und Rücken eingeschlagen, bis er so doll geblutet hat und dann ist das Blut hier raus. Das war eine Art der Aggression und auch ein Ausmaß, das wir so nicht gewohnt waren. Und somit war klar, dass Philipp Schlaffer jetzt nicht nur irgendjemand in der rechten Szene ist, sondern schon derjenige, der in Wismar, ja, das Sagen hat. Was nicht jeder begrüßt. Sein Werwolf-Shop ist am 12. August 2006 Ziel einer Demonstration gegen Rechtsextremismus und macht Philipp Schlaffer damit auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ich habe über diese Demonstration berichtet. Ich hätte mir damals aber nicht vorstellen können, dass die Situation so eskaliert. Die Polizei kam an und hat gesagt, bitte geht rein, macht die Tür zu, dann gehen die vorbei und dann war es das. Wir können die nicht aufhalten, wir sind nicht genug Leute, die werden hier vorbeigehen. Da haben wir gesagt, wir gehen keinen Schritt zurück, wir lassen uns hier die Stadt nicht verbieten. Ein Zuschauer filmt das Geschehen und stellt es später ins Netz. Philipp und vier Kameraden gegen 150 Demonstranten und eine Handvoll Polizisten, die zur Waffe greifen müssen. Zwei Schritte weiter nach vorne hätten sie geschossen. Gott sei Dank nicht. Und das war wirklich der Punkt, wo dann Philipp Schlaffer wirklich auch in den Fokus der Öffentlichkeit geriet. Okay, das war der Werwolf-Shop. Der Werwolf-Shop, ja. Hier, der hier stand für was? Links hatten wir hier eine Druckerei drin, wo wir dann die T-Shirts gedruckt hatten. Und hier rechts war dann der Laden drin, da konnte man dann CDs kaufen, auch CDs Ü18, also indizierte CDs. Indiziert bedeutet in Schlaffers Fall, dass seine Musik soziale Diskriminierung beinhaltet und deshalb nicht vertrieben werden darf. Ich habe dann auch ein Plattenlabel in Finnland gegründet, um Deutschland mit illegaler Musik zu überschwemmen. Dass Philipp Schlaffer nicht früher in Haft gekommen ist als 2014, als er wirklich wegen Drogenhandels am Ende verurteilt worden ist, wundert mich auch. Nicht jeder bei der Polizei hat den Schwerpunkt irgendwie Hausdurchsuchung, Rechtsextremismus und so weiter. Dann haben sie mal den Laden kontrolliert und eine Hausdurchsuchung und so weiter. Und dann haben sie CDs gefunden, die illegal sind, die wir auch hätten nicht vertreiben dürfen, unterm Ladentisch. Und dann, ja, habe ich eine Anklage vor Gericht bekommen und dann hat mein Anwalt irgendwann gesagt, hat dann gesagt, ja, haben Sie denn alle Namen von den Kunden, die auch gerade in dem Laden waren? Und dann sagte der ermittelnde Beamte, sagte so, nee, die haben wir nicht aufgeschrieben, die haben wir nur aus dem Laden geschickt. Da hat der Richter schon mit den Augen gerollt und hat gesagt, ja, jetzt wird Herr Schlaffer ja behaupten, die CDs können ja auch die da hingelegt haben. Mhm. Ja, so haben wir dann auch argumentiert und wird so ein Verfahren eingestellt. Der hat einen sehr guten Anwalt, das muss man einfach sagen. Er hatte wirklich einen Rechtsanwalt in Wismar, der es wirklich geschafft hat, ihn aus den wirklich aus dem größten Sumpf wieder rauszuziehen. Und eigentlich hätte er schon viel früher einsetzen müssen. Aber die Behörden haben es versucht, es ist ihnen nicht gelungen. Wie konnte Schlaffer nach 20 Jahren Kriminalität mit nur knapp 3 Jahren Haft davonkommen? Das hat mich bei dir immer am meisten überrascht, das, was du alles wirklich auf dem Kerbholz hattest. Ne? Es ist schon einmal das Strafgesetzbuch rauf und runter, das ist so. Trotzdem, wir waren sehr hinterher, auch als Bande waren wir sehr hinterher, auch immer, so hart das jetzt klingt, aber auch immer Zeugen zu beeinflussen. Wie war das konkret? Also ihr sitzt da oder die Mitglieder des Hockerclubs saßen im Gericht, dann kommt der Zeuge an denen vorbei, was ruft man? Flüstert man denen zu? Ja, es reicht ja nur, dass du sagst, ne? Na? Aber normalerweise wird die Arbeit dann vorher gemacht. Ja? Wenn selbst Polizisten Angst hatten, was zu sagen bei Gericht und so, dann weiß man, wie viel Druck man aufgebaut hat. Keine Zeugen, keine Beweise. Nicht selten spielt Schlaffer auch auf Zeit, sodass seine Straftaten verjähren oder er mit einer Bewährung davonkommt. Ein Vorfall allerdings lässt Schlaffer seine Werwölfe plötzlich mit anderen Augen sehen. In der Silvesternacht 2006 kam es in Wismar-Wendorf in einer Wohnung zu einem Tötungsdelikt. Ein Mitglied auch der rechten Szene wurde getötet.
Schlaffer war zwar nicht beteiligt, beschließt aber nach dieser grausamen Tat seiner Kameradschaft den Rücken zu kehren. Allerdings nur, um in das Rockermilieu zu wechseln.